sprach ja gestern über Gier, Verlangen, das ist die eine große Wurzel, aus der heraus Leiden entsteht. Und ich habe viel gesagt über die destruktive Kraft und wir können sie sehen in der Welt. Und ich denke, es ist uns vielen klar, zumindest da, wo es um Habgier geht. Bei den schwächeren Formen von Verlangen, dann ist es manchmal eben nicht so sichtbar. Aber mit immer mehr Schauen können wir auch gut auseinanderhalten, wo ist es ein Gift, also etwas Bedrückendes, etwas, was Leiden verursacht. Und wo sind die Geisteszustände, die eigentlich auch sehr ähnlich aussehen können, aber die eigentlich aus der Offenheit des Herzens kommen und nicht zu verwechseln sind mit Gier. Also es ist wichtig, sie erkennen zu lernen, um auch die Freiheit zu gewinnen, folge ich ihnen oder nicht. Keine Sorge, die werden weiter auftauchen. Ja? Es würde mich wundern, es würde mich besorgniserregend wundern, wenn ihr mir berichtet, ich kann kein einziges Verlangen beobachten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ihr seid vollkommen erwacht. Es sagt man, dass dann kein Verlangen mehr da ist. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll, aber ich würde erst mal ein bisschen skeptisch sein, muss ich gestehen. Aber ich bin auch offen dafür. Also kommt ruhig an, wenn ihr meint, da habt ihr nichts mehr von. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Auf der anderen Seite, dann gibt's noch den großen anderen Bereich. Und einige sitzen gerade weniger mit der Gier hier rum, sondern eher mit dem Counterpart, mit der Aversion, mit der Wut, mit dem Ärger. Und das ist das große Thema. Und das ist auch ein weiterer großer Schatz, wo Leiden heraus entsteht und der, mit dem wir sehr konfrontiert werden, mit dem, unter dem unsere Welt sehr, sehr leidet, das wissen wir. Die Kriege, die überall herrschen, sind Ausdruck davon, da wird Hass gelebt, da wird Hass geschürt, da wird sehr viel Leiden verursacht. Und natürlich gibt es dann auch noch diesen großen Bereich der Täuschung, damit sitzen auch einige rum, Verwirrung, Täuschung, daraus auch, also gerade dieser Glaube an ich und daraus auch ein großes Feld, was daraus entsteht, ist der Hochmut, der Stolz. Leider lassen sich in 6 Tagen wirklich nicht alles hier behandeln und die Täuschung wird in dem Vortrag heute auch ein bisschen vorkommen, aber das sind wirklich große, große Themen und in dem Sinne heute mal über Ablehnung, Ärger, Wut und Hass. Nochmal. In Pali Dosa genannt. Dosa. Und Buddhas macht klare Aussagen dazu. Es ist eine klare Aufforderung, sich abzuwenden von der Kraft des Ablehnens, des Ärgers, des Hassens und es wirklich radikal fallen zu lassen. Also in der Lehre, also die Kernlehre lässt sich kurz beschreiben als die 4 edlen Wahrheiten. Die 4 edlen Wahrheiten, für diejenigen, die das nicht wissen, zu sagen, dass das Grundgerüst, worum es hier geht, Leiden verstehen, die Ursache von Leiden loslassen, das Ende des Leidens verwirklichen und was uns dazu dahin führt, ist der 8-fache Pfad. Den müssen wir kultivieren, den müssen wir gehen. Und in diesem 8-fachen Pfad, da gibt es im 2. Punkt, sagt Buddha, man soll eine innere Haltung kultivieren, ein inneres Denken, das nicht erfüllt ist von Gier, nicht erfüllt ist von Hass, nicht erfüllt ist von Grausamkeit. Also eine ganz klare Aussage. Eine andere ganz klare Aussage finden wir im Dhammapada. Das ist eine Sammlung von sehr prägnanten Aussagen des Buddha. Und da heißt es, Hass kann nie durch Hass überwunden werden. Nur Liebe allein kann Hass überwinden. Eine sehr, sehr starke Aussage, die uns auch gar nicht so fremd vorkommt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir überhaupt mal sowas hören. Aber irgendwie scheinen wir Menschen da sehr langsam zu sein, das wirklich zu verstehen. Und wir scheinen auch nicht sehr schnell überzeugt davon zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber etwas in meinem Herzen sagt, ja, wäre schön, wenn die anderen endlich mal beginnen würden. Ja? Und wenn die dann alle ganz freundlich zu mir sind und nichts mehr tun, was mich aufregt oder was mir schadet oder mich verletzt, dann kann ich ja auch genau diese Offenheit entwickeln und diesen Ärger, diese Wut, dieses Ablehnende, diese Kraft fallen lassen.
Also sind wir wirklich ganz überzeugt, wenn jemand uns mit Hass begegnet, ihn mit Liebe zu antworten? Können wir einfach in unseren Alltag mal hineinschauen, ob das unsere erste Reaktion ist? Oder unsere zweite oder unsere zehnte? Oder ob wir erstmal sagen, warte mal, du bedrohst mich hier, du bist unfreundlich zu mir, bin ich erstmal unfreundlich zurück, dann weißt du schon, wie das ist. Ja, oder ich muss mich jetzt wehren, ganz unbedingt, ja. So kann man nicht mit mir umgehen. Wenn ich jetzt ein bisschen auf meiner Nase rumtanzen lasse, dann tanzt er mir noch mehr auf der Nase rum. Und wir gehen in Widerstand. Selten vertrauen wir spontan auf Freundlichkeit. Es braucht wirklich, scheint bei den meisten ein Training zu brauchen, um das wirklich zu tun. Also es ist wirklich etwas, wenn wir diesen Weg gehen, wo uns immer mal wieder fragen können, wir beten das gerne runter, also gerade diejenigen, die schon eine Weile dabei sind, ja. Diejenigen, die das erste Mal da sind, ist okay, wenn ihr euch da noch nicht so sicher seid, ja. Finde ich völlig legitim. Aber diejenigen, die diesen Weg jetzt wirklich so gesagt haben, ich gehe den Weg, ja. Und wir beten das manchmal so runter, ja, es ist nett mit dem Nicht-Hass und so. Sich ab und zu mal zu fragen, bin ich wirklich überzeugt davon? Ist das wirklich meine Praxis? Bin ich da wirklich ernsthaft drum bemüht? Hass fängt klein an. Ja, wir sagen vielleicht schnell auch Hass, Hass, also Hass. Ich, ein bisschen mal so ein bisschen Ablehnung, ja. Aber Hass hasse habe ich nicht. Also Hass, bei mir ist Schluss mit Hass. Ja. Aber Hass fängt wirklich klein an. Ja, es geht nicht nur um diesen voll aufgeblühten Hass. Es wirklich fängt an bei der Ablehnung. Der kleinen Ablehnung, der Nachgeben speichert sich ab, dass Ablehnung hilft. Wenn wir ihr einfach den freien Lauf lassen und ja, wir tun etwas, entweder schelten wir jemanden oder wir bekämpfen etwas, sei es unser Rückenschmerz oder unsere Müdigkeit oder sonst etwas im Leben. Und danach hört es auf, wenn wir nicht genauer hinschauen, dann meint es, ich sage jetzt es, weil wir das nicht wirklich kognitiv erfassen, aber auf der unbewussten Ebene abspeichern, das hat geholfen. Das konditioniert darauf, dass wir beim nächsten Mal auch wieder mit Ablehnung antworten. Ja, wir sitzen da, sitzen da. Irgendwo, wir hatten ja heute das Glück, kurz vor dem Regen, wahrscheinlich hat dann noch die zuständige Person für den Rasen begriffen, jetzt oder nie. Rasenmähen. Und ihr saßt vielleicht gerade so schön in der Meditation. Ich auch. Und es war so schön friedlich. Und auf einmal fängt dieser grässliche Ton an. Und was passiert? Oh, muss das sein. Jetzt in diesem Moment. Mittagspause wäre auch noch gut gewesen, ja. Aber jetzt beim Sitzen, das ist wirklich, ich habe dann zwischendurch nur überlegt, ob das was anderes ist wie Rasenmäher. Und dann irgendwann verschwand dieses Geräusch. Die Erleichterung bemerkt. Und wenn wir nicht wirklich aufpassen, dann sind wir einfach im Widerstand, im Widerstand, im Widerstand und sind nicht wirklich bewusst, was der Widerstand mit uns macht, dass der nämlich jetzt Leidenschaft. Sondern wir kämpfen gegen dieses Geräusch und dann irgendwann ist das Geräusch weg und dann atmet etwas in uns auf und verwechselt dieses Aufatmen schnell damit, dass, oh, Ablehnung hat geholfen. Das ist unterbewusst. Und deswegen springen wir beim nächsten Mal, als es dann wieder kam, noch ein bisschen stärker an. Nee, also war so vorbei. Ne? Jetzt kommt das einfach wieder. Frechheit. Das sehen wir auch zu Hause, wo eine Kleinigkeit sich langsam hochspult und wir auf diese Kleinigkeit immer stärker aggressiv reagieren. Also Hass fängt klein an. Beginnt mit Ablehnung, geht weiter in Ärger, verdichtet sich und wird zu Hass, wenn eine ähnliche Situation immer wieder auftritt. Wenn wir warten, bis der Hass entstanden ist, ist es extrem schwierig, dem entgegenzuwirken. Es ist wirklich eigentlich eine Steigerung von Anhaften. Wir haften ein bisschen an, wir haften mehr an, wir haften wirklich felsenfest an. Und ihr wisst ja inzwischen, wie schwierig es ist, unser Anhaften wieder zu lösen. Das können wir nicht auf Knopfdruck. Ja, dann sitzen wir da mit Hass. Das ist überhaupt nicht lustig. Es ist extrem unangenehm, extrem schmerzhaft. Und wie bei Gier wollen wir eben auch diesen Hass, nicht nur das Ding, sondern auch unseren Hass loswerden. Und denken so häufig, dass ich meinen Hass loswerde, indem ich das Objekt loswerde. Aber tatsächlich ist das nur kurzfristig der Fall.
Neben dem, dass wir mit unserem Reagieren auf Unangenehm auch die Tendenz dazu fördern, wieder mit Ärger, mit Hass zu reagieren, stellen sich noch andere Gefühle ein. Als ich in Thailand war, ich habe es, glaube ich, mal ein bisschen erwähnt, es war für mich eine sehr herausfordernde Situation, vor allen Dingen in den ersten Monaten, weil alles so anders war, alles so unerwartet war, weil die Bedingungen wirklich sehr unangenehm waren. Und es war einfach sehr herausfordernd. Tropisches Klima vertrage ich überhaupt nicht, diese schwüle Hitze, wo man einfach nie trocken wird und ständig feucht ist und man nicht richtig atmen kann, mein Kreislauf nicht richtig funktioniert, keine Matratze mehr zu haben, sondern auf dem blanken Boden fast zu schlafen, mir taten alle Knochen weh, das über Wochen. Mücken ohne Ende, man sitzt auch unter Moskitonetzen, weil es Malaria gibt, also wirklich Malaria gibt, und man sitzt unter Moskitonetzen, das ist wie in der Sauna sitzen, aber nicht nur ein bisschen, sondern ständig. Es gab Schlangen, aber die fand ich nicht schlimm, da habe ich kein Problem mit. Es gab aber ganz viele Hühner. Oh, die Hühner, die waren besonders gut. Hühner, freilaufende Hühner. Die kamen immer, wenn ich besonders schön in der Meditation sah, als endlich ruhig wurde, kam ein Pulk von Hühnern an, setzte sich unter meine oder neben meine Plattform und fing an zu scharren und zu gackern, und die Gockel fingen an, miteinander in Streit zu geraten, welches Weibchen sie jetzt gerade kriegen. Also ich habe Hühnerstudien betrieben. Es war wirklich, und man durfte nichts tun. Ab und zu ging mir natürlich, ja, ich saß dann da und krach, diese Hühner, diese Hühner, diese Hühner, ja. Ärger, Ärger, und dann schon wieder diese Hühner und diese Hühner, warum kommen diese Hühner immer? Und es ging nur so ein paar Mal, und dann, ja, und irgendwann hatte ich so kleine Schlammkügelchen schon neben mir. Und wenn die dann kamen, einmal in die Menge und einmal, das war ein Gockel, und der schrie und gackerte und gackerte. Und ich war inzwischen ja mit dem Ärger etwas weiter gediehen. Ich nahm einen Schlammkrüger und schmiss ihn mit voller Wucht, und ich traf. Und dieser arme Gockel, es ist ihm nichts passiert, aber er hat sie so wahnsinnig erschrocken. Mit einem Affengebrüll zischte er durchs ganze Kloster. Also ich hörte den noch 500 Meter weiter. Und in diesem Moment ergriff mich sofort ein kleines Schuldgefühl. Ich dachte mir, oh, der arme Gockel, hast du hier auch noch eine gewisse ethische Richtlinie von wegen nicht verletzen, und hoffentlich ist ihm nichts passiert. Und als nächstes kam auch gleich die Angst, der Abt könnte davon Lunte kriegen, und darauf stand sowas wie verlassen müssen, gehen müssen. Also es stand immer so ein bisschen, ne? Also wenn man sich daneben benahm, in diesem Kloster, der Abt war sehr streng, dann flog man einfach raus. Ja, das kümmerte ihn auch überhaupt nicht. Also man hatte keinen Kurs belegt, nichts bezahlt und von dem her kein Anrecht, da zu bleiben. Man flog einfach raus, ja. Also so ein bisschen so dachte ich, das war vielleicht nicht ganz so prickelnd. Also das waren die Hühner. Und neben den Hühnern gab es auch viele Menschen dort, Thailänderinnen, die einfach kulturell ganz anders sind. Und ich hatte mich schon ein wenig informiert, wie man das in Thailand so macht, aber ich konnte mich nicht wirklich mit der Rolle der Frau in Thailand anfreunden. Also die Thailänderinnen, die sehen einen großen Teil ihrer Praxis, indem sie die Mönche verpflegen, und ich habe einen großen Respekt davor. Aber ich hatte so ein Gefühl, damals noch relativ viel Hochmut, dachte, also nee, kochen tue ich nicht, die sollen mal kochen lernen, ne? Also Männer, die nicht kochen können, das ist sowieso ein Unding, das ist sowieso mein Feminismus-Trip. Und ich, ja, also die wahre Praxis ist natürlich das Meditieren, und solche Ansichten trug ich mit mir herum. Die waren besonders hilfreich zum kulturellen Verständnis. Und immer mal wieder hatten wir da, also sie hatten einfach ein ganz anderes Leben im Kloster, und dann, wir hatten also ständig so ein bisschen Reibereien. Sie fanden, ich sollte kochen, ich fand, sie sollten praktizieren, und wir wussten es beide besser. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat nicht nur nette Austausche, sondern es gab so richtig so
so Spannungen und die entluden sich dann natürlich auch immer wieder. Und jedes Mal, also es gab dann so eine Phase, da musste ich jeden Tag, also ich musste nicht, aber ich tat es, weil jeden Tag gab es so einen kleinen, ja, wie gesagt, der Ärger ging immer höher und es kam immer schneller und jeden Tag kam so ein kleines. Und naja, was tat mir dann? Also ich wusste schon, das ist nicht so ganz. Und der Sitz wurde immer wärmer und heißer und irgendwie, und jeden Morgen ging ich halt so zu meinem Lehrer, nicht der Abt, sondern der Vizeabt, der sprach Englisch, und beichtete meine Schandtaten. Hochrot. Also dieses Schuldgefühl, es war wirklich nicht schön, dieses Schuldgefühl immer wieder zu spüren, immer wieder so diese Reue, auch diese Angst, und ich merkte auch, wie ja, also auch vor den anderen. Ich hatte dann, ja, also sobald man, den Moment von Wut fühlte ich mich sehr stark, aber danach merkte ich, ich bin eigentlich die Minderheit. Was, wenn sie? Und es schlich sich so eine kleine Angst ein. Und ja, klar, die anderen waren auch nicht so freundlich mir gegenüber gesinnt. Das konnte ich gut verstehen. Es entstand Distanz. Ich fühlte mich noch mehr allein. Also ich bekam wirklich zu Kosten noch so die negativen Auswirkungen von diesem Ärger. Es war nicht Hass, es war Ärger. Es war Wut, es wurde innerlich immer enger statt weit. Und jedes Mal, wenn ich so einen kleinen Wutanfall gehabt hatte, war meine Konzentration schlicht und ergreifend dahin. Nur ein kleiner Scherbenhaufen. Konnte ich wieder einsammeln gehen. Okay. Das dauerte dann etliche Stunden, bis das wieder da war. Der Geist war aufgewühlt. Also, es war nicht sehr schön. Auf der anderen Seite wuchs durch das Beobachten auch der Konsequenzen so wirklich so langsam diese innere Motivation, wirklich dem etwas entgegenzusetzen, statt es einfach laufen zu lassen. Es wirklich zu versuchen, diese Kraft tiefer zu verstehen und zu überwinden, durch das Sehen dieser doch sehr negativen Konsequenzen. Und es braucht dieses wirklich Sehen, damit wir eine tiefe Motivation entwickeln, eine andere Richtung einzuschlagen. Und ich möchte euch ein paar Verse vorlesen von Shantideva. Shantideva war ein Gelehrter in Indien, glaube im 8. Jahrhundert hat er gelebt, und er war ein Student in der buddhistischen Klosteruniversität Nalanda. Es war eine riesengroße Universität mit Tausenden von Mönchen, die dort studierten. Und Shantideva war bekannt dafür, dass er ziemlich faul war. Er war ziemlich faul. Und alle dachten, dass er also einer der Mönche ist, die so Nichtsnutze sind, die einfach da nur sind, und um gut verpflegt zu werden. Und dann es gab noch mehr als ihn, das Kloster von solchen Menschen zu befreien, fuhr man dann ein, machte man einen Test. Die mussten alle einen Test bestehen, ne? Eine Prüfung bestehen. Und er kam dahin und sie reibten sich, und für ihn bauten sie noch einen besonders hohen Thron auf, um ihn so richtig zu blamieren. Und er kletterte dann auf diesen Thron und fragte, ja, soll er jetzt was Altbekanntes rezitieren oder soll er etwas Neues darlegen? Und dann rieben sie sich von die Hände und sagten, ja, mach doch mal was Neues, ja, der wurde, was hast denn du zu sagen? Und dann lehrte er diesen Text, einen hunderte Seiten breiten Text mit hunderten von Versen. Wie das geht, ich kann mir noch nicht mal einen Vers merken. Aber die hatten damals, als man noch keine Computer hatte und so, die hatten einfach einen ganz anderen Geist. Die konnten sowas. Und es ist ein wunderbarer Text, wenn ihr mal wirklich Lust habt. Es ist wirklich ein Text, wo er sein eigenes Entwicklung beschreibt in Versform, in sehr tiefer, nachvollziehbarer und sehr bildreicher Sprache, wo man wirklich merkt, wie er ringt, wie er sich durch verschiedenste Überlegungen, Vergleiche, durchdenken und auch spüren, erleben, sich navigiert durch seine Widerstände, sich zur Einsicht bringt, dass es wirklich eine gute Idee ist und wie er zu Einsichten gelangt. Es ist ein Text, den man nicht einfach so
runterliest, sondern den man liest und wirken lässt. Und gerade Ärger scheint ein großes Thema gewesen zu sein für ihn. Okay. Und ich möchte da ein paar Verse vorlesen. Versucht einfach zuzuhören. Vielleicht mag der eine oder andere Vers oder Bild einfach passen. Ja, ihr müsst euch nicht alles merken, okay? Und es ist eine alte Sprache mit alten Bildern, also zum Teil auch ein bisschen. 1000 Zeitalter hindurch, geübtes, großzügiges Geben, Opferungen an die Sugatas und dergleichen. Und jegliche guten Taten werden von einem einzigen Anfall von Ärger zunichte gemacht. Es gibt nichts Negativeres als den Hass. Es gibt keine größere Härte als Geduld zu üben. Deswegen sollte man sich ernsthaft auf verschiedene Art und Weise mit Geduld vertraut machen. Wenn Hass den Geist in Qualen hält, erfährt dieser keinen Frieden. Freude und Glück wird er nicht erlangen. Schlaf stellt sich nicht ein und er wird unstet sein. Wenn der Meister von Hass erfüllt ist, sind diejenigen, deren Wohlstand und Ansehen von seiner Güte abhängen, trotzdem eine tödliche Bedrohung für ihn. Durch Hass werden Nahestehende und Freunde betrübt, obwohl sie durch großzügiges Geben angezogen werden. Bewirkt dies kein Vertrauen. Jemand, in dem der Ärger wirkt, erlebt auch keine Freude. Der Feind der Ärger bewirkt diese und andere Leiden. Wer entschlossen darauf achtet, Ärger zu überwinden, der erlebt Freude hier und anderswo. Zu tun, was man nicht möchte, und daran gehindert zu sein, was man möchte, ist Nahrung für einen unzufriedenen Geist. Dadurch wächst der Hass und zerstört mich. In dieser Weise hat dieser Feind keine andere Funktion, als mir zu schaden. Deshalb sollte ich die Nahrung dieses Feindes vollständig vernichten. Was mir auch widerfährt, sollte meinen freudigen Geist nicht erschüttern. Unfroh geworden erreiche ich nicht, was ich möchte. Und das Gute in mir nimmt ab. Und so geht es weiter. Eigentlich sollte ich den Vortrag einfach nur das vorlesen. Sehr einfach. Aber kommt noch ein bisschen. Wenn wir viel davon, was wir tun, in unserem Versuch, Ärger zu unterbinden, besteht darin, dass wir versuchen, Unangenehmes auszumerzen in unserem Leben. Wir versuchen, nette Freunde zu haben, wir versuchen, nette Nachbarn zu haben, nette Kollegen zu haben, ist alles okay, dürfen wir auch alles so haben. Wir versuchen, unsere ganze Welt so einzurichten, dass es angenehm ist und nicht unangenehm ist. Das Dumme ist, wie wir alle wissen, dass das uns zum Stück weit gelingt, aber keineswegs verhindert, dass wir nicht mit unangenehmen Dingen konfrontiert werden. Die scheinen weiterzukommen. Und Shanti Deva gibt uns ein anderes Rezept, eine andere Möglichkeit. Er sagt, wo gibt es so viel Leder, um alle Länder damit zu bedecken? Allein mit dem Leder meiner Schuhsohlen lässt sich die ganze Erdoberfläche bedecken. Und das Bild ist in einer anderen Übersetzung mit Dornen. Da ist die ganze Welt ist voller Dornen. Immer mal wieder was Unangenehmes. Wir gehen hin und das ist unser Versuch. Wir versuchen die ganze Welt mit Leder abzudecken, sodass wir diese Dornen nicht spüren. Und statt das zu tun, also im Äußeren, das Äußere zu kontrollieren, könnten wir einfach ein paar Schuhe anziehen. Also auf der Ebene haben wir es eigentlich schon geschafft. Wir alle laufen hier mit Schuhen rum. Aber innerlich bedeutet das, sich innerlich auf eine Art und Weise das Leben zu verstehen, dass diese Dornen uns nicht erreichen können. Das Unangenehme schon, aber die Dornen können etwas in uns nicht erreichen. Sie können nicht wirklich in diese Reaktion in uns hervorrufen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Eben, wir brauchen wirklich eine Motivation. Es muss uns klar werden, das wollen wir. Sonst bleiben wir so ein bisschen halbherzig. Dann gehen wir dran. Sehr ähnlich wie mit der Gier. Wir beginnen sie zu untersuchen. Wir beginnen sie wahrzunehmen, zu betrachten. Wann tritt sie auf? Welche Schattierungen gibt es? Wie fühlt es sich an?
Was sind die Argumente, die einherkommen? Wie rechtfertige, wie wird der Ärger gerechtfertigt? Sind das nur Unannehmlichkeiten? Da gibt es aber auch die ganzen Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren, die Verletzungen, die uns widerfahren. Es gibt also sehr viele unterschiedliche Auslöser und es ist natürlich wichtig, dass wir diese verschiedensten Quellen bemerken. Und auch hier geht es nicht darum, Ärger, Wut oder Hass, was immer es sein mag, zu unterdrücken. Es hilft nicht. Unterdrücken hilft gar nicht. Sondern seine Gegenwart anerkennen und tief verstehen. Das ist immer wieder die erste edle Wahrheit. Der ersten edlen Wahrheit ist die Aufforderung, dass wir Leiden tief verstehen, dass wir diese geistigen Zustände, die Leiden hervorrufen und leidhaft sind, tief verstehen. Ich möchte als erstes dieses ansprechen auch. Was machen wir mit den Situationen, die Ärger in uns hervorrufen, aufgrund von Ungerechtigkeiten? Was machen wir, wenn wir bedroht werden? Dürfen wir uns noch wehren? Das ist immer eine der wirklich tiefen Sorgen, die wir haben, oder tiefen Fragen. Ich möchte dazu gleich zwei Geschichten erzählen. Also eine Geschichte aus meinem Leben, eine aus einer meiner Lehrerinnen und dann vielleicht noch eine traditionelle Geschichte. In meiner eigenen Geschichte, ich habe früher meinen 20ern Taekwondo geübt. Taekwondo ist eine Selbstverteidigungsart, aus eine asiatische, eine koreanische. Und Schlagen und Treten. Schlicht und ergreifend. Ziemlich brachial. Aber hat eine Form, hat eine Technik und hat vor allen Dingen eine Philosophie. Und ich habe das nicht besonders lang gemacht, aus technischen Gründen. Sonst hätte ich es gerne weitergemacht. Machte aber meinen ersten oder zweiten Gurt. Es ging auch relativ schnell, da musste man nur so ein paar Formen zeigen. War ganz schön. Und zwei andere waren sehr viel höher und machten einen relativ hohen Gurt. Also vorletzten Gurt. Blau. Kam von grün-blau nach blau. Ein Mann und eine Frau. Und die tauchten auf, das war wirklich Integralhelm. Überall wattiert und geschützt. Also das war, also ich war so ein bisschen, was passiert denn jetzt hier? Und dann sollten die zur Prüfung einen Kampf hinlegen. Und Mann und eine Frau, gleich, also auf dem gleich hohen Level. Und die fingen an und die tuschen wirklich mit voller Wucht aufeinander los. Die sind also richtig rauf aufeinander losgegangen. Nichts passiert, weil die waren ja gut geschützt. Und am Ende war klar, den Kampf hatte der Mann gewonnen, da zählte letztendlich Körperkraft, ja. Und das Interessante war, der Prüfer sagte dann, der Mann ist durchgefallen, die Frau hat bestanden. Und wir, hä? Wie soll denn das? Ja? Er hat doch gewonnen, ja? Meinetwegen kann die Frau auch durchkommen, weil sie irgendwie noch gut war, aber er hat doch gewonnen. Er muss doch auf jeden Fall sein Gurt kriegen, ja? Wir waren völlig überzeugt. Alle so ein bisschen verdattert. Und er wurde zur Rede gestellt. Ja, wieso? Ja, also es ging nicht einfach so klanglos hinunter. Und er war aber richtig standhaft. Und hat dann irgendwann, weil es hin und her ging, erklärt, warum er ihn durchfallen lässt. Und er sagte, er hat den Geist von Taekwondo nicht verstanden. Er hat eine viel höhere Kraft und Gewalt eingesetzt, als notwendig war, um die Person außer Gefecht zu setzen. Ohne Schutz wäre die Person gestorben. Und das war sein Grund. Er hatte sich überhaupt nicht in der Kontrolle. Er wusste überhaupt nicht, wo sein Limit ist. Er hat einfach zugehauen. Und damit war er durchgefallen. Und die Message war, verteidigen ist okay, aber nur so weit, wie es notwendig ist. Und das braucht sehr viel. Es braucht, dass wir nicht hingerissen werden von Ärger, von Wut, sondern völlig im Gleichgewicht bleiben, in der Klarheit bleiben und wissen, was es braucht. Okay, das ist die eine Geschichte. Andere Geschichte von Sharon Salzberg, die sie noch in ihren Büchern erzählt und in Vorträgen, ist, als sie in ganz jungen Jahren, sie war glaube ich 18, in Indien war und bei ihrem großen Lehrer Munindraji
studierte. Munindraji war ein Inder und dem haben wir eigentlich sehr viel auch zu verdanken. Ja, also diese ganze Tradition hat er sehr vielen Westlern gelehrt, die auch meine Lehrer waren. Also sie reiste von Kalkutta nach Bodh Gaya, war in einer kleinen Rikscha und musste schnell zum Bahnhof den Zug kriegen. Und da sprang in einer Gasse auf einmal ein großer Mann und versuchte sie von der Rikscha runterzureißen. Und es gab ein wildes Gemengelage und sie entkam auch gerade noch und es ist nichts passiert. Und als sie dann bei Munindra auftauchte und die Geschichte erzählte, guckte er sie an. Ja, aber Sharon, warum hast du nicht mit all deiner Metta deinen Regenschirm genommen und einen über den Kopf gehauen? Und es war so interessant, sie kam gar nicht auf die Idee, sie war irgendwie, nein, nein, das sagt man überhaupt nicht. Und er war einfach nicht, yay. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Geschichte mit wie viel Standfestigkeit es braucht und wie überzeugend sie sein kann, ist die, vielleicht kennt ihr die Geschichte mit dem Samurai. Die Samurai ziehen über das Land und verwüsten und rauben und was sie machen, plündern und Morden halt, ne? Und die Bewohner fliehen alle und bis auf einen Mönch in einem Kloster in einer Stadt, ganze Stadt menschenleer, nur dieser eine alte Mönch im Kloster. Der Samurai hört davon, da ist alle sind geflohen, nur dieser eine Kerl harrt noch aus. Und das erzürnt ihn, dieser eine Mönch, dass der nicht ausreißt vor ihm. Und er geht hin in dieses, also stürmt in dieses Kloster rein, öffnet die Tür, sieht den Mönch da sitzen, seelenruhig, zieht sein Schwert und schreit ihn an. Weißt du nicht, dass ich einer bin, der dieses Schwert durch dich bohren kann, ohne mit der Wimper zu zucken? Na, wie wird es euch gehen? Nicht ein bisschen flunkern? Ja? Und er, der Mönch, sitzt da und das muss jetzt echt sein, ja? Und sagt zu ihm seelenruhig, weißt du nicht, dass ich einer bin, durch den du dein Schwert bohren kannst, ohne dass ich mit der Wimper zucke? Und der Samurai, deswegen sage ich, das muss echt sein. Wenn das gespielt ist, funktioniert's nicht, ja? Der Samurai, das geht so tief in ihn rein. Er erkennt total, der Mönch ist stärker als er, mental. Legt sein Schwert nieder und wird sein Schüler. Aber es ist klar, Hass zu widerstehen, mit Freundlichkeit zu widerstehen, braucht sehr viel mehr Kraft. Sehr viel mehr. Sehr viel schwieriger. Also wir können nur schauen bei unseren kleinen Übungen, ja? Ist ja noch harmlos, kommt keiner wirklich rein mit Popgun und so. In kleinen Unannehmlichkeiten. Ja? Es piekst ein bisschen hier, es kommt mal eine Fliege daher, mal ein Rasenmäher, mal Geräusch, tut sich jemand noch ein bisschen rülpsen oder räuspern, wollte ich eigentlich sagen. Wir sitzen da und kriegen nicht unsere schöne Erfahrung. Das ist ein bisschen unangenehm. Und was machen wir? Gehen wir gleich in den Ärger, in den Wut oder öffnen wir uns dem? Sagen wir, nein, ich bin jetzt der Samurai. Ich bin jetzt da und spüre diese das war unangenehm mit dem Samurai. Glaubt ihr, das war angenehm? Also, so ein verschwitzter Samurai, der da reinstürmt und losbrüllt und die Stille zerstört, ist nicht lustig. Also, wirklich mal, diese unangenehmen, ich bin der Samurai, ich bleibe hier sitzen, ich öffne mich dem, unerschrocken. Gar kein Witz. Unangenehme Erfahrung mit dieser Haltung, dieser Weite, Standfestigkeit begegnen. Ich riskiere es auf Leben und Tod. Ich öffne mich diesem Geräusch. Auf Leben und Tod, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Auf diese unangenehme geistige Erfahrung wie Langeweile, wie Angst. Angst kann ganz sich so anfühlen wie auf Leben und Tod. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Hass, was immer es auch sein will. So dieses Unangenehme zulassen, diese Wut, diesen Ärger zulassen, ja, standhaft bleiben mit der Achtsamkeit, spüren im Körper, das hilft ja enorm. Das Rasen des Herzens, die Hitze, das Ballen der Fäuste. Macht die Augen auf, wenn es zu schlimm wird, ja? Damit ihr ein bisschen einen Halt habt. Oh, ich bin aber hier in Berenberg. Ist alles okay. Bevor die Stricke reißen, könnt ihr auch rausgehen. Aber oft, wenn wir einfach hier sitzen, ist es auch ein guter Container, dass wir dem innerlich ganz viel Raum geben.
Wir müssen es nicht gleich hier losschreien. Es ist nicht das Unterdrücken, es ist dieses innerlich dem Raum geben, einen enorm großen Raum zu sein. Und zwischendurch immer mal wieder etwas anderes spüren, weg von der Erfahrung, weg davon, in die Weite schauen, hören, wenn es da nicht gerade da herkommt, der Impuls wütend zu werden, den großen Zeh bewegen, der ist meistens nicht sehr wütend. Dem geht es eigentlich meistens gut. Also der große Zeh ist meistens nicht beteiligt bei meinen Emotionen. Und manchmal, also gerade wenn ich beim Zahnarzt auf dem Stuhl liege, dann bewege ich immer mal die Zehen und da ist nicht so viel Angst. Also da oben ist ganz viel Angst, aber da unten im Zeh geht's gut. Und dann passiert etwas, was sehr wichtig ist zu bemerken mit kleinen Ärgerlichkeiten, dass sich das einfach wieder auflöst. Ja? Wichtig ist, wir gehen weg vom Objekt. Das ist entscheidend. Weg vom Objekt. Wenn wir immer wieder hinhören, dann feuert das immer wieder an. Das können wir richtig bemerken. Ja, wenn wir ein bisschen mal in kleinen Dosen ein bisschen experimentieren wollen, rumspielen wollen, dass etwas was anhält, dann können wir immer mal da auf den Ärger gehen und dann gehen wir kurz spicken. Ist es noch da? Können wir wieder ärgerlich werden. Und wenn wir wirklich nur beim Ärger sind, das schaffen, nur da zu sein, dann löst es sich langsam wieder auf. Das ist anspruchsvoll. Wir gehen so schnell in das, wir wollen das nicht innerlich auflösen, wir wollen es äußerlich beheben, wir wollen äußerlich etwas verändern. Die sind schuld, wenn die nicht täten, was sie tun, dann wäre alles gut, dann hätte ich auch keinen Ärger, keinen Wut und keinen Hass. Die sollen sich ändern, ich werde gestört, warum soll ich mich stören lassen? All diese Szenarien gehen in unserem Kopf herum. Und wir geben dem so gerne nach. Es fühlt sich so viel besser an. Und es gibt uns auch ein Gefühl von Kontrolle. Wir lieben Kontrolle, oder? Habt ihr gemerkt, wie viel Kontrolle ihr liebt? Wir können fast den Atem nicht einfach freikommen gehen lassen. Wir wollen kontrollieren, wir wollen es im Griff haben. Und dafür, und wir finden endlos Stoff im Leben. Endlos finden wir jemanden, der schuldig ist. Und es ist interessant, wie wir, mit welchen Sätzen wir das untermauern. Ich kann das doch auch, das ist doch ganz leicht, das kann doch jeder, weißt du nicht, in der Gesellschaft, das gehört doch dazu, so muss man doch erwachsen werden, das muss man doch gelernt haben, so nimmt man sich nicht, bla bla bla. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, unsere Schuldzuweisung zu rechtfertigen. Der Grundgedanke hinter Rechtfertigungen und Schuldzuweisungen liegt in der Täuschung. Ich, der Glaube an ein selbstbestimmtes, fixes Ich, ist die Grundlage davon. Und wenn wir diese Grundlage für den Hass, die Täuschung, diese Rechtfertigung, diese Schuldzuweisung durchtrennen wollen, gilt es auch, die Täuschung zu durchschauen. Also schauen wir mal hin, wie kommen denn diese Erfahrungen überhaupt zustande, die uns da so nerven? Wir sitzen hier rum und Rasenmäher. Ne? Wir sitzen hier rum, ganz unschuldig, und ein Geräusch tritt auf. Ein Rasenmäher. Gut, das ist eigentlich erstmal ein Geräusch. Ich wusste nicht gleich, ob es ein Rasenmäher ist. Ich habe zwischendurch überlegt, ob das eines dieser Flugmobile ist, die manchmal hier rumfliegen mit Motor. Okay, was braucht es dafür, dass dieses Störgeräusch auftaucht? Dass ich gestört werde, was braucht es davor? Es braucht das Objekt. Aber es braucht irgendwie auch noch ein Ohr. Das muss auch funktionieren, ja? Wenn es das Ohr nicht wäre, wäre auch kein Störgeräusch da, oder? Deswegen versuchen wir ja manchmal Oropax da rein zu tun, um nichts zu hören. Vor kurzem hatte ich einen Hörschutz, der hat sich leider wieder behoben. Sonst würden mich manche Geräusche wirklich nicht mehr stören. Ja, wer ist jetzt schuld daran, dass mein Ohr wieder gesund geworden ist, oder ist es das Geräusch? Wer ist schuld? Das Ohr oder das Geräusch? Dann braucht es auch noch ein Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein nicht da ist, gibt's kein Hören. Kennt ihr das? Ihr seid so vertieft in ein Buch und jemand fragt euch was, ihr hört das gar nicht. Kennt ihr das? Habt ihr das mal erlebt? Seid einfach so weg bei was anderem. Man kann auch so weit in der Meditation sein, dass man gar nichts damit kriegt, was da noch irgendwie außen rumläuft. Geht auch. Ohr, das Bewusstsein für das Ohr, nennt sich Ohrbewusstsein in der buddhistischen Tradition, ist nicht anwesend. So, jetzt haben wir drei.
Wer ist schuld? Das Ohrbewusstsein, das anwesend ist, das Ohr, das intakt ist, oder das Geräusch? Drei Komponenten, alle drei gleich wichtig. Wenn wir eins davon ausschalten, findet kein Hören statt. Keine Störung. Wer ist schuld? Jetzt wird's schwierig. Okay, das machen wir jetzt nicht nur fürs Ohr, das machen wir jetzt auch für das Auge. Da gibt's ein Auge. Das funktioniert, das sieht Farben, Formen und sonst so weiter. Das kann, man braucht zwar eine Brille, aber sonst. Und dann sehen wir was. Jemand tut etwas oder macht eine Fratze uns gegenüber, streckt uns die Zunge raus oder irgend sowas, ja? Und wir sind wirklich, oder zeigt uns einen Stinkefinger, ja? Also, und was kommt? Ärger, Wut, Rasse, dann zeig ich's, ja? Aber was braucht's? Es braucht eine Person, die tut etwas. Es braucht das Auge. Ohne das Auge, dass das intakt ist, dass das sieht, passiert gar nichts. Und es braucht ein Sehbewusstsein. Unser Bewusstsein kann ganz woanders sein und es findet kein Sehen statt. Ich hatte es vorhin mal wieder am Buffettisch. Ich war so zugange mit dem Käse, dass ich daneben die Gurken nicht sah. Die Gurken waren daneben. Es waren wirklich, also es war wirklich nicht weit weg, ja. 5 Zentimeter daneben. Ich sah die nicht. Ich kam in den Staffraum und war ganz erstaunt, dass die anderen hatten Gurken. Dann kam Renate und ich dachte, die Gurken sind halt alle. Okay, ich kam ja spät. Aber dann kam Renate noch später und hatte auch eine Gurke auf dem Teller. Dann dachte ich, oh, da muss es Gurken gegeben haben. Wo standen denn die Gurken? Ja, direkt neben dem Käse. Was? Da stand was? Ich konnte es nicht fassen. Ich bin hier extra hingegangen, um zu gucken, ob da wirklich was steht. Da standen wirklich drei große Schalen, die waren noch nicht klein, die waren groß, voll mit Gurken. Ich meine, mein Auge war offensichtlich intakt. Ich meine, ich sehe immer noch. Gesichtsfeld ist auch intakt. Haben wir überprüft. Das Bewusstsein dafür war nicht da. Ja? Okay, wer ist schuld dran? Ja? Wer ist schuld? Es braucht die drei. Das Auge, das Objekt, das Bewusstsein. Wer ist schuld? In der Erfahrung. Wir müssen das in der Erfahrung überprüfen. Ja? Auf wen haue ich jetzt drauf? Und genauso mit Riech, Schmeck, Tast und Geistbewusstsein. Wir brauchen immer drei Komponenten. Das ist ein Das eines übrigens eine große Kontemplation, die sehr traditionell ist und die uns sehr tief bringen kann. Okay, wer ist schuld? Genauso geht Shantideva hier in seiner eigenen Betrachtung und Untersuchung und Beschäftigung, Auseinandersetzung mit dem Ärger. Auch er fragt sich, wer ist wirklich schuld? Ich möchte euch da noch ein paar vorlesen. Verse. Obwohl die Wesen nicht denken, ich werde ärgerlich, werden sie leicht ärgerlich. Obwohl der Ärger nicht denkt, ich werde entstehen, entsteht er entsprechend durch Zusammenkommen von Ursachen und Bedingungen. Alle möglichen Fehler und die verschiedenartigen negativen Taten, sie alle sind Kraft Bedingungen entstanden. Sie sind nicht selbstbestimmt. Kein Ich, kein Schuldiger. Falls die Dinge selbstbestimmt zusammenkämen, wünschte kein einziger sich Leid. Insofern würden auch alle Lebewesen frei von Leiden sein. Aus mangelnder Vorsicht verletzen sich einige selbst mit Dornen und ähnlichem. Versessen auf Frauen und anderes, nehmen sie keine Nahrung zu sich und tun dergleichen mehr. Einige verletzen sich durch Handlungen, die kein Verdienst einbringen, wie sich aufhängen, in Abgründe springen und giftige und ungesunde Nahrung essen. Wenn einige unter dem Einfluss von Störgefühlen sogar ihr geliebtes Ich selbst umbringen, wie sollten diese dann anderen Körpern keinen Schaden zufügen? Also er sieht da die ichlose Losigkeit hinter diesen ganzen Prozessen. Es ist Anatta. Wenn man bei dem Einsatz von Stöcken und anderen Dingen anstatt auf den Stock auf den Schläger ärgerlich ist, wäre es vernünftig, da dieser von Hass angestachelt ist, vorrangig auf den Hass ärgerlich zu sein. Des Gegners Waffe und mein Körper sind beide Ursache für Leid, da er die Waffe aufnahm und ich meinen Körper annahm. Auf wen oder was sollte ich ärgerlich sein? Eine andere Geschichte,
ist, wo zwei sich unterhalten. Der eine berichtet, wie er ihm jemand einen kleinen Schlag gegeben hat. Und er ist so zornig darüber. Und der andere sagt zu ihm, ja, aber du aber dich wirklich geschlagen hat dich doch der Stock. Warum bist du nicht auf den Stock ärgerlich? Oh ja, ich bin auf den Stock ärgerlich. Und dann ärgert er sich, ist auf den Stock ärgerlich. Und dann sagt der Freund, ja, aber der Stock wurde geführt von der Hand. Du musst auf die Hand ärgerlich sein. Ja, bin nicht auf die Hand ärgerlich. Ja, aber die Hand wurde geführt von dem Arm. Du musst auf den Arm ärgerlich sein. Okay, auf den Arm. Ja, aber der Arm war mit dem Körper verbunden. Also ohne den Körper hätte der Arm auch nichts getan. Also musst du auf den Körper ärgerlich sein. Ist auf den Körper ärgerlich. Ja, aber der Körper wird vom Geist geführt. Du musst auf den Geist ärgerlich sein. Ja, klar, natürlich. Im Geist geht das aus. Ja, aber das, was im Geist entsteht, hat mit ganz vielen anderen Bedingungen zu tun. Dem, was vorher passiert ist, wie die Person aufgewachsen ist, was gesagt worden ist. Ah, ja, ich muss. Und dann geht's nicht mehr. Auf alle Bedingungen. Dann muss man auf die ganze Welt ärgerlich sein. Das Leben ist so, wie es ist. Also, diese Betrachtungen immer wieder, also zum einen widerstehen braucht Hass, Ärger, Energie, Ablehnung, braucht enorm viel. Es braucht als erstes die wirkliche tiefe Bereitschaft und Einsicht, dem entgegenzugehen, dem nicht einfach weiter zu vertrauen, sondern sich wirklich an die Arbeit zu machen, dem die Nahrung zu entziehen und die Gegenkraft, die Liebe aufzubauen. Dann braucht es eine enorm schnelle Reaktion, weil das geht schnell, wie wir alle wissen. Es braucht enorm viel Klarheit, wirklich zu sehen, was in dem Ärger ist, was mich ärgerlich macht, ob es etwas ist, eine Ungerechtigkeit, eine Verletzung, wo ich abwäge, was kann ich tun, oder ob es etwas ist, wo es einfach unangenehm für mich ist, aber wie jetzt beim Rasenmähen, offensichtlich eine notwendige Tätigkeit und es ist für mich halt gerade unangenehm. Auch enorm viel Klarheit zu unterscheiden, was ist welche Situation. Es braucht Weisheit in dem Sinne. Und es braucht natürlich die große innere Kraft, dieser Kraft von Ärger zu widerstehen. Und diese Kraft, die ihr widerstehen kann, ist die Kraft von Metta. Und tiefen verwurzelt sein in dieser Offenheit, in diesem Respekt, in der Wertschätzung. Allen Erfahrungen gegenüber, allen Wesen gegenüber.